Über 30 Jahre ist es jetzt her, dass die Unruhen beim Kongress der Demokraten in Chicago eskalierten. Doch nun befürchtet man, dass sich die Geschichte wiederholt, wenn in diesen Tagen Vertreter aus 150 Ländern zur ersten WTO-Ministerkonferenz auf amerikanischem Boden zusammenkommen. Sieht alles ganz prima aus. In 4 Monaten dürften Sie ein rundum gesundes Baby kriegen. Doktor, ich möchte, dass Sie gut auf Sie aufpassen, weil Sie mich sehr glücklich macht. Wir gehen davon aus, dass sich die Demonstranten auf diesen Platz konzentrieren werden. Wie viele Demonstranten erwarten wir? Einige tausend. Es hat 2 Jahre gedauert, die Welthandelsorganisation nach Seattle zu bringen, aber wir haben's geschafft. Wir haben also 13 große Kreuzungen in der Innenstadt. Jede Interessensgruppe wird eine besetzen und lahmlegen. Aber wie stellen wir das an? Ohne Gewalt! Richtig. Was glaubst du, was passiert, wenn ihr beginnt, in der Innenstadt zu randalieren? Ich denke, dass das Unruhen auslösen wird. Seid hart, wenn es um eure Ziele geht. Aber seid nett zu meiner Stadt. Wir starten. Nicht durch zur Konferenz, weil die Demonstranten alle Kreuzungen blockieren. Die Polizei das nicht verhindert? Wenn sie jetzt die Nationalgarde rufen, ist die gesamte Bevölkerung beunruhigt. Zentrale, hier kommen 30.000 Demonstranten auf uns zu. Das wird ziemlich hart für einige von uns. Nervös, Johnson? Nervös? Willst du mich verarschen? Bist du so ein Vollidiot? Mit unserer Aktion haben wir sie heute gestoppt. Ach ja, was ist mit Morgen? Die Straßen von Seattle versinken im Chaos. Ich werde kein Gas einsetzen lassen. Haben Sie mich verstanden? Wir haben inzwischen keine Wahl mehr.